Christoph, du hast gerade schon Medvedev erwähnt, den Ex-Präsidenten. Der sorgt auch in einer anderen Frage für Wirbel. Er droht jetzt nämlich NATO-Staaten mit Angriffen. Was genau steckt dahinter? Ja, Dmitri Medvedev ist ja mittlerweile ein Hardliner und ist derjenige in der russischen Regierung oder in der russischen Führungsriege, der immer alle Dinge ausspricht, die Wladimir Putin so persönlich nicht sagen will, aber wahrscheinlich eins zu eins dahinter steht oder das Ganze unterschreiben würde. Also Medvedev ist ja kein eigener Akteur hier in Moskau, sondern ist ein Intimus, ein Vertrauter des Kreml-Chefs und er tut im Endeffekt das, was von Wladimir Putin vorgegeben wird. Hat da vielleicht so einen gewissen gestalterischen Spielraum, aber auch nicht mehr. Die grobe Linie kommt natürlich immer von Wladimir Putin. Und jetzt hat Medvedev gestern gepostet und hat auf Telegram darüber nachgedacht, ob denn jetzt die NATO ein legitimes Angriffsziel für Russland sei oder nicht. Er hat gesagt, die NATO habe Russland de facto den hybriden Krieg erklärt und man müsse jetzt einfach einschätzen, ob der hybride Krieg gleichzusetzen ist mit einem heißen Krieg und ob dadurch die NATO also auch ein Angriffsziel sein könnte. Und ich denke, dass das wieder mal eine Drohgebärde ist und das Ganze ist zurückzuführen auf die möglichen Lieferungen des Westens mit Patriot-Luftabwehrsystemen. Und das wäre natürlich für Russland sehr, sehr unangenehm und würde große Schwierigkeiten hervorrufen, denn diese Patriot-Systeme würden dann eine Gefahr sein für die russischen Kampfjets, würden die Marschflugkörper und diese ganzen Angriffe gegen die Infrastruktur in der Ukraine eben wahrscheinlich nahezu wirkungslos machen. Und deswegen jetzt eben dieser Aufschrei von Medvedev, eine Drohgebärde und nicht mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland es wagen würde, die NATO anzugreifen. Das Kräfteverhältnis steht ganz klar zugunsten der NATO und deswegen ist das nichts anderes als, wenn du es mir erlaubst, lautes Geschrei. Christoph, vielen Dank für deine Einschätzung aus Moskau.